So, wir sind also in der letzten Stunde vom 24-Stunden-Rennen Daytona auf iRacing. Ihr seht es da am Rig. Einer meiner Teamkollegen ist gerade am Steuer und bringt das Auto hoffentlich gut nach Hause. Das Thema Langstrecke im Simracing finde ich einfach spannend und da möchte ich ein paar Worte dazu verlieren. Und jetzt gerade auf Simracing bezogen ist Langstrecke, ich sage jetzt einmal vor allem dann so ab 3 Fahrern, die großen Rennen, 24 Stunden, so wie jetzt Daytona oder iRacing hat ja echt super viele verschiedene, aber natürlich auch auf andere Plattformen gibt es die Rennen. Wir hatten ja jetzt an letzter Woche war dieses Virtual Le Mans 24 Stunden, das war ja R-Factor 2. Das hat ja nicht so die guten Kritiken bekommen, weil sie ja relativ viele Serverprobleme hatten. Honestly, it's a joke. It's not even, you cannot call this an event, a clown show. Und der Unterschied natürlich zu diesem Virtual Le Mans 24-Stunden-Rennen zum iRacing ist, dass da wirklich richtig viel teilnehmen. Also das 24-Stunden-Daytona iRacing ist tatsächlich das größte E-Sports-Event dieses Jahres. Da sind am meisten Anmeldungen. Also das kannst du nicht vergleichen mit dem Le Mans, wo halt einfach nur dieser eine Split quasi gefahren ist, wo halt wirklich nur die Top-Driver gefahren sind, Verstappen war ja auch dabei, sondern in Daytona oder generell bei den iRacing Special Events sind zwar ganz oben im ersten Split auch diese ganzen Top-Teams und einen zweiten, dritten Split noch, aber es gibt dann zig Splits, ja, und das heißt, jeder hat die Möglichkeit teilzunehmen und das ist natürlich extrem, extrem cool. Das heißt, gerade im Simracing ist das Thema Special Events, hat, finde ich, nochmal ganz einen eigenen Charakter, weil es einfach die komplette Community zusammenbringt, ja, also irgendwie gefühlt jeder, den wir halt irgendwie aus der Community kennen, fast jeder hat irgendwie sein Team und fährt dort mit, wir fahren auch mit, wir sind jetzt halt schon seit über 2 Jahren eigentlich immer wieder am Start bei diesen Special Events und das ist natürlich eine extrem coole Sache, weil Simracing allein ist halt immer so ein bisschen, wenn man jetzt vor allem kein Team hat, man braucht fürs Alleinfahren ja kein Team, ist es halt immer so ein bisschen, ich will nicht sagen einsam, aber schon einsam. Aber im Simracing Langstrecken-Event-Format, um das mal so zu beschreiben, braucht man ein Team und das ist eigentlich richtig cool, weil man ist zwar zu Hause, man pennt im eigenen Bett, aber man sitzt in seinem Rig, man ist wahrscheinlich alleine, wobei man kann ja auch das Format machen, dass man am gleichen Rig durchswitcht, aber im Endeffekt kann man sich mit seinen Leuten, ja, die kennt man vielleicht in der Community, überall ja, im deutschsprachigen Raum, sage ich jetzt mal in unserem Fall, kommt man zusammen und fährt gemeinsam und das ist halt richtig cool. Und wir haben jetzt natürlich in den letzten Jahren einige Learnings auch gemacht und ich will einfach euch da ein paar Learnings mitgeben, wenn ihr mal überlegt, soll ich Langstrecke machen, will ich mal beim Team mitfahren oder will ich selber ein Team machen, ich habe das noch nie gemacht, auf was ist denn eigentlich zu achten? Wieder mal einen Blick werfen, ob wir eh noch im Rennen sein. Da läuft gerade der Teamspeak, das heißt, wenn ich hier mal ganz kurz reinhöre. Und wie sieht es gerade aus? Wie lange ist jetzt noch? 36, okay. Sehr geil. Also, wir sind gut dabei, wir sind auf Platz 5 momentan und wir sind ja nach dem Start auf Platz 17 zurückgefallen, weil wir leider einen Unfall hatten, sind eingeschlagen, mussten relativ lange in der Box stehen, reparieren. Das heißt, wir haben über die ganze Nacht uns zurückgearbeitet, richtig, richtig geil. Und wie gesagt, ich möchte jetzt mal ein bisschen auf die Sachen eingehen, was wichtig ist für so ein Langstreckenrennen. Und zwar das Thema Vorbereitung ist natürlich das Wichtigste. Vielleicht anders zu Sprintrennen, wo man sagt, jetzt fahr einfach mal ein Rennen oder ich trainiere ein bisschen und fahr halt, ist auf der Langstrecke, finde ich, muss man schon ein bisschen mehr Zeit investieren. Also muss man nicht, man kann sich ja anmelden, einfach fahren. Aber das Thema ist natürlich, wenn man ein bisschen gut abschneiden will, wenn man gut unterwegs sein will, dann macht es durchaus Sinn, auf ein paar Sachen zu schauen. Zum Beispiel den Spritverbrauch. Ja, es macht einfach Sinn zu wissen, wie viel Sprit brauche ich auf einer Runde, wie lange dauert mein Stint, weil ich mache dann einen Stintplan, das heißt, ich teile dann einfach die Fahrer ein, wer wann fährt, ja, mit den Wechselzeiten, dass ich einfach ein bisschen einen Überblick über dieses Wochenende habe, zum Beispiel 24 Stunden, ist man natürlich super lang unterwegs. Und dann braucht man ein bisschen einen Plan, ja, wer fährt wann, man kann sich ein bisschen einteilen. Was auf jeden Fall auch wichtig ist, dass man in der Vorbereitung die Consistency übt, also nicht unbedingt jetzt ein Push und Push-Lap, sondern dass man sagt, hey, man kann wirklich eine Stunde, zwei Stunden am Stück fehlerfrei fahren. Das ist ganz, ganz wichtig, weil gerade bei der Langstrecke machen die sind der Double Stints einfach echt Sinn. Das heißt, man fährt quasi zwei volle Tanks als Fahrer und dann wechselt man erst. Weil man natürlich voll im Fokus drinnen ist, ja, zwei Stunden, das kann man sich gut konzentrieren, man ist voll im Fokus und man kann einfach diese Pace durchgehen. Und es ermöglicht natürlich auch längere Resting Times für das restliche Team. Das heißt, wenn ich zu dritt oder zu viert fahre, was beim 24-Stunden-Rennen jetzt dann sagen wir eher weniger Leute sein, vor allem zu dritt, dann kann ich natürlich über einen Double Stint, wenn ich sage, ich bin zu dritt und zwei Leute sind dann im Endeffekt ja 4 Stunden unterwegs.
Und das gibt natürlich der dritten Person gerade dann auch die Möglichkeit, einmal ein bisschen länger zu schlafen. Bei vier oder mehr Leuten ist natürlich noch besser. Das heißt, Double Stints, ganz, ganz wichtig, das auch ruhig mal üben. Kann ich mich 2 Stunden am Stück gut konzentrieren. Das sollte einfach drin sein. Dann das Thema natürlich Reifenverschleiß. Muss ich Reifen wechseln? Kann ich vielleicht einen Reifen Double Stinten? Das ist immer die Frage, kostet der Reifenwechsel Zeit? In der Vergangenheit war es immer so, dass in iRacing zum Beispiel zuerst gedankt wurde, dann die Reifen wechselt. Mittlerweile wird der Reifenwechsel während dem Tanken gemacht. Das heißt, diese Frage muss ich mir natürlich stellen, wie ist da gerade die Mechanik? Es geht nicht darum, in der ersten Runde das Rennen zu gewinnen, sondern durchzukommen. Und gerne mal jemanden ziehen lassen, Windschatten üben, Lift and Coast üben, Spritsporn üben. Also diese ganzen Sachen einfach ein bisschen mehr mit ins ganze Training, in die Vorbereitung nehmen, sich gegenseitig spotten lernen, dass man sagt, okay, man hilft sich vor allem in der Nacht ein bisschen den anderen. Da kommt ein Auto von hinten, falls der nämlich ja, sagen wir mal, eine Konzentrationsschwäche gerade nach 1,5 Stunden hat, habe ich immer meinen Spotter, der ein bisschen drüber schaut, der sagt, hey, da kommt von hinten gerade das oder das Auto, gerade im Multiclass, so wie hier, wo wir in der GT3-Auto sitzen und die LMDHs vor allem und auch die LMP2s natürlich die ganze Zeit von hinten kommen mit Überschuss, da muss man einfach extrem gutes Verkehrsmanagement an den Tag legen. Das heißt, diese Sachen, ja, ein bisschen Überblick, hier ein bisschen mit Hirn fahren, okay, lernen, ein Gefühl dafür entwickeln, welche Fahrer oder welche Autos senden wie. Man trifft die Autos ja innerhalb der 24 Stunden die ganze Zeit und dann weiß man auch, okay, jetzt kommt das Team von hinten, die sind ein bisschen shaky, die verbremsen sich gerne, lassen die Tür lieber länger offen, lassen lieber ein bisschen mehr Abstand, dann gibt es andere Teams, wo man weiß, hier, da kann man gut gemeinsam fahren. Ja. Es macht dann nicht immer Sinn, jemanden sofort überholen aus der gleichen Klasse. Ja. Schon einfach mal hinten reinhängen, einfach mal dranbleiben, ein bisschen Windschatten ziehen, ein bisschen Lift and Coast, dann ist man wahrscheinlich gleich schnell, als wenn man allein vorne wird, kann sich aber vielleicht 1-2 Runden Sprit rausfahren, das heißt, dass man länger über den Stint kommt und das kann am Ende des Rennens sogar vielleicht so einen ganzen Boxenstopp sparen und ein ganzer Boxenstopp dauert über eine Minute. Das heißt, da hat man viele, viele Möglichkeiten, die einfach man mit reinbeziehen muss. Und 2 Dinge sind auch noch ganz wichtig, wenn es vor allem in das mehr Professionellere reingeht, das Thema Setup, was das Thema Reifenverschleiß betrifft, vor allem auf die lange Sicht und natürlich auch die Fahrbarkeit. Es macht keinen Sinn, ein Auto zu haben, was super schnell ist, aber tricky zu fahren. Also lieber ein bisschen sicherer das Auto einstellen, lieber vor allem das Heck ein bisschen stabiler machen, dass man da einfach sicher über die Distanz kommt. Und das Thema Fahrer. Wie viele Fahrer machen Sinn beim 24-Stunden-Rennen? Oder 12 Stunden, egal. Ich glaube, man kann sagen, am performantesten ist, wenn man sagt, man hat so wenig Fahrer wie möglich und so viel wie nötig. Das heißt, im Endeffekt ist natürlich die Streuung ein Riesenthema. Wenn ihr 6, 7 Fahrer im Team habt, ist natürlich die Streuung viel größer. Das heißt, der eine fährt so, der eine fährt so. Da kann natürlich viel ein größerer Leistungsunterschied zustande kommen. Und im Endeffekt, wenn ihr 3 richtig gute Fahrer habt, oder 4 von mir aus, ja, bei 24-Stunden-Rennen, dann braucht ihr eigentlich nicht mehr, weil man sieht es ja im Profisport, ja, da sitzen immer nur wenig Fahrer auf einem Auto, weil es einfach nicht notwendig ist. Ja. Das heißt, das ist natürlich die eine Ansicht. Die andere sage ich ganz ehrlich, jetzt auch für mich, und auch für uns jetzt, wir fahren mit 6 Leuten jetzt an dem Team, weil es einfach viel angenehmer ist am Wochenende. Man muss nicht ganz so viel fahren, es ist extrem cool dabei zu sein, zu fahren. Wir pushen auch und wir sind extrem motiviert, haben uns gut vorbereitet. Aber man kann auch das Wochenende ein bisschen anders nutzen. Ja? Das heißt, wir machen einen guten Stintplan und nachher kannst du aber die an dem Wochenende ein bisschen anders bewegen, kannst vielleicht einen Haushalt machen oder irgendwas. Du musst nicht immer da hocken, weil das ist natürlich auch ein Riesenthema. So ein 24-Stunden-Rennen übernimmt ein ganzes Wochenende im Endeffekt in Beschlag. Und da ist immer die Frage, wie viel Zeit kann ich mir eigentlich leisten. Und im Rennen, was ist da am wichtigsten? Meiner Meinung nach Geduld und Ruhe bewahren. Das heißt, nicht in jedes Loch stechen. Gerne mal jemanden anderen, der vielleicht ein bisschen schneller ist, überholen lassen. Und zwar nicht in der Kurve. Wenn ich sehe, der kommt von hinten und ich muss ein bisschen lupfen, damit er vorbeikommt, noch vor der Kurve, dann mache ich das ja vielleicht. Ja, weil in der Kurve ist das Risiko höher, dass was passiert. Also viel mehr den Kopf einschalten, viel mehr Ruhe ins Ganze vorne reinbringen, auch Ruhe ins Team reinbringen. Was auch ganz wichtig ist, sich gegenseitig zu motivieren. Das heißt, man kommt aus dem Auto raus, man wünscht dem Nächsten viel Glück, die anderen bedanken sich für einen guten Stint. Das heißt, da einfach auch dieses Teambuilding mit reinnehmen, ja? Dass man miteinander redet, dass man sich gut spottet, dass man sich unterstützt. Ganz, ganz wichtig meiner Meinung nach auch, sich gegenseitig Fehler zu verzeihen. Es kann immer was daneben gehen. Ja? Dann geht es schnell, dann macht man irgendwie einen blöden Fehler, man dreht sich raus, man schlagt ein. Und es bringt nichts, auf dem anderen böse zu sein. So, und jetzt wegen dem das ganze Rennen hin. Team ist Team, ja. Man gewinnt zusammen, man verliert zusammen, das ist ganz, ganz wichtig. Und manchmal gibt es gute Wochenenden und manchmal gibt es schlechte Wochenenden. Und selbst jetzt bei unserem Rennen, wir sind auf P8 oder 9 gestartet, dann ging es ein bisschen eng zu. Es war, ich sag mal, ein Racing-Incident, der hat sich mit einem anderen side by side berührt, hat sich weggedreht, ist eingeschlagen. Da kann man natürlich dann sagen, oh, ja, lass Platz oder was auch immer. Dann muss das sein in den ersten 15 Minuten. Aber das ist Racing, das gehört dazu, der Fehler kann dir so schnell selber passieren. Deswegen lieber, hey, okay, passt,
ab in die Box, Repair, wir schaffen es. Und so wie jetzt, wir ziehen es jetzt durch. Seitdem wir komplett nach hinten gefallen sind in der Klasse, haben wir uns sukzessiv nach vorne gearbeitet. Nur kleine Fehler von jedem, so, weil da hier ein kleiner Fehler, da ein kleiner Dreher. Keine Einschläge, keine großartigen Reparaturzeiten mehr. Und wirklich gemeinsam nach vorne. Und das ist das Coole. Und deswegen ganz, ganz wichtig, seid gut zueinander, verzeiht Fehler. Und kehrt vor eigenen Haustier. Also ich für meinen Teil muss das auf jeden Fall machen, weil AI auch meine Fehler werden vor. Das heißt, von daher, das macht es im Endeffekt um einiges besser für alle gemeinsam. Und was auch ganz wichtig ist, meiner Meinung nach, gar nicht so viel auf die Konkurrenz zu schauen. Ja, immer diese, und wo fahren die und Ding und bla bla bla. Man kopiert ja nicht die Strategie plötzlich von einem anderen Team. Das heißt, was mir einfach die Erfahrung, ich sage jetzt einmal, jetzt nicht im absoluten letzten Top-Bereich, da mag es schon wichtiger sein, wirklich zu schauen, was macht die Konkurrenz. Aber ich sage jetzt mal so, im Mittelfeld, wo viele von uns herumschwimmen, ist es am besten, sich auf sich selber zu konzentrieren, sich von den anderen gar nicht rausbringen zu lassen. Schon einfach zu sagen, wie kann ich am spritsparendsten, am effizientesten fahren. Ich passe auf, ich versuche wenig Fehler zu machen und damit kommst du eigentlich am weitesten. Am Ende des Tages werden noch 24 Stunden abgerechnet, da kann so viel passieren. Sich da den Kopf darüber zu zerbrechen, was macht jetzt das Auto, was macht das Auto, das bringt gar nichts. Man ist natürlich getemptet, das zu tun, aber im Endeffekt schaut es auf euch, schaut es auf euer Team, schaut es auf eure Leute, überlegt, was gut für euer Auto ist und zieht es durch. Wir sind jetzt dann hier, so wie es ausschaut, beim Splash and Dash, das heißt letzter Boxenstopp, Platz 5, hoffe ich nach wie vor. Und dann heißt es im Endeffekt durchziehen die letzten 20 Minuten. Und ich würde sagen, wir drücken uns jetzt noch die Daumen für den Zieleinlauf beim 24-Stunden-Rennen in Daytona. Und ich glaube, wir haben es verdient, auf Platz 5 ins Ziel zu kommen. Aber ich würde sagen, wir warten das Ganze nur ab. Clear right. Alter. Der ist dem Gordon fast in die Seite gefahren. Jetzt schon drauf. 7 sind es noch, das wären 32. Ja, aber nee, das okay, schafft er. 10 Minuten to go, that's 10 Minutes left. You're better than this. The car's better than this. Get it together, man. 32 schafft er, aber es kann sein, dass er 33 müsste. Der Crew Chief. You're better than this. Get it together, man. Ja, Alter. Ja. Sogar der Crew Chief will, dass ich noch eine schnelle Runde mache. Ja, wahrscheinlich. Ah, Crew-Chief ist einfach. Das ist so geil. There's a faster class car behind. Das ist ein P6. Just 2 minutes left, 2 minutes to go. Also lass dich nicht abschießen. Ah ne, der Führende beginnt jetzt seine letzte Runde. Ja, der Führende ist gerade hinter mir. Genau. Blue flag. Ja, weil der hinter dir war, hast du die Red Flag durchgeblickt. Weil der ist gleich vor dir. Fast the car behind, he's a class leader. Bleibt auch hinter dem Audi. Ja, genau. Da wäre wieder auch kein Fehler beim Machen in seinem BMW. Jetzt wird er vorbeifahren. Das ist eine richtig gute letzte Rundensituation hier. Jetzt haben wir. Ganz weit vorbei. Chill, einfach chill da hinten jetzt. Ja. Mach den Glück gleich. Mega! Geil! P5. Jawohl! We're done. Super! Mega geil! Wow. Jetzt kann ich noch eine schnelle Runde fahren. Geil gemacht, Jungs! Ey. Mega, mega, mega stark! Geiles Comeback! Was ein geiles Comeback! Ja, geil. Boah! Wirklich, hätte ich nicht gedacht, dass wir so weit vorkommen nochmal. Hätte ich echt die nicht gedacht. Die Nacht war gut. Ja, die Nacht, weil es ist. Boah! So schwierig. Ja, jetzt seid ihr echt drüber gefahren, Jungs. Geil. Vielen Dank, jeder. Felix. Vielen Dank, Florian. Ja. Mega. Danke fürs. Dass ihr mitfahren durftet. Ja, mega cool fürs kurzfristige Einspringen.